So, das war's jetzt. Ja, noch zwei Kisten organisiert. Es hat auch aufgehört zu schneien. Glücklicherweise bin ich natürlich gelaufen, als es richtig geschneit hatte. Aber 9,31 € später hatte ich dann zwei Kisten. Ich habe es gleich mit einem kleinen Einkauf verbunden. Ja, also nicht, dass ihr denkt, hier, ich bezahle für diese Bananenkisten was. Ja, und so sieht es dann halt aus. Hier mein cooles Regal von Rega Flex. Ja, da mache ich jetzt mal Werbung für. Sind zwar prinzipiell nicht die günstigsten, aber das System ist echt toll. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt hier irgendwie. Also, die Dinger sind halt hier in so einer Schiene drin. Dadurch sehr variabel. Und ich glaube, wenn ich mal weitermache, dann kriegt mir auch schon das erste entgegen. Ja, und die Böden, ne, die kann man einfach hier so rausnehmen. Na, so. Ja, wenn man das möchte. Also fürs Zusammenlegen ganz einfach, genauso hier die Stäbe für den hinteren Anschlag, damit natürlich hier dann so die Spinnen und so genügend Platz haben, da irgendwelche Weben zu bauen. Ja gut, das bleibt ja irgendwie nicht aus. So, jetzt nochmal ein letzter Blick. Heute gehen wir mal so rum, oder jetzt gehen wir mal so rum. Ja, und da steht sie nun, ja, das Kronjuwel, die Sammlung schlechthin, Filme, die die Welt nicht braucht, die Welt braucht, meine ich. Ja, hier so die ganzen TV-Sachen, ne, ich sagte ja schon, die Simpsons, da sieht man es. Das sind alles die Bundys, Futurama, Seinfeld, auch ganz wichtig. Und, Entschuldigung. Ist die Luft hier wohl etwas staubig? Wie ist das nur möglich? Ja, was ich ganz kurz noch zeigen möchte, was ich sehr schön finde, sind hier diese Bundy-Staffeln, nicht? Also eine schrecklich nette Familie, die wirklich, man sieht das hier, auch wenn die Farbigkeit anders ist, Nummer 1 ist da, immer so ein uniformes Aussehen behalten haben. In allem. Okay, die Menüs weichten so ein bisschen ab, aber das finde ich bei einer Serie immer toll, wenn man das wirklich so beibehält, so einen gewissen Stil. Und das hat mich besonders gestört. Das mag jetzt kleinkariert klingen bei über 20 Filmen, aber das hatte mich gestört bei James Bond. Und zwar, ich glaube, bei der ersten DVD-Version damals, beziehungsweise bei dieser ersten Special Edition, nicht diese allerersten DVDs, als das Medium gerade frisch war, als da irgendwie GoldenEye und Der Morgen stirbt nie, ich glaube, die waren dann schon irgendwo auf DVD erhältlich. Und wo dann diese Special Edition Box kam mit allen, hatten alle so ein schönes, einheitliches Menüdesign. Ja, mich hat es immer gestört, so am Anfang James Bond aktivieren, so ein Schwachsinn, ich möchte den scheiß Film sehen, ne? Ich möchte nicht den Mann aktivieren. Und außer bei, ich glaube, es war bei Der Morgen stirbt nie, da musste man sich dann natürlich ein völlig anderes Menüdesign überlegen, also sprich, wie man an das Menü rankommt, und das hat ist doch einfach bescheuert. Also wenn ich da so eine Serie von über 20 Filmen aufbaue, wieso versaue ich es beim letzten? Nicht? Also total dämlich. Deswegen finde ich das gut hier, aber ich wollte jetzt nochmal so meine Gedanken dazu bringen. Gut, das wäre es auch schon wieder gewesen. Bis dann.